Dead Space, Dead Space, wir wissen's, Dead Space, Dead Space, it's the Dead Space. Servus Leute, schön, dass ihr reinschaut hier beim neuen Let's Play, einem neuen Projekt von mir, Dead Space Remake. Der ein oder andere mag das Spiel schon von früher kennen, ich kenne es auch von früher, hatte trotzdem Bock, jetzt das Remake zu spielen, weil ich das Spiel einfach nur geil finde und einfach nur sehen wollte, wie es sich technisch weiterentwickelt hat in all den Jahren. Ich werde bei Cutscenes mich manchmal wegdrücken, nicht, dass ich da störe, die Folgen, ja, die möchte ich, ja, maximal eine Stunde, aber so eine Dreiviertelstunde halten, weil sonst wird es vielleicht zu lang. Vielleicht hat man auch nicht Bock und die Zeit, so ein Video so in dieser Länge anzugucken. Also nur, dass ihr Bescheid wisst. Ihr dürft mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr vom Spiel haltet, was ihr nicht so gut findet, was ihr geil findet. Ich würde mich über Feedback freuen. Gerne immer viel rein damit, kein Problem. Okay, Leute, wir legen los. Ja, ich werde mich, wie gesagt, öfter wegdrücken. Das bedeutet, ich bin erstmal raus. Genießt den Anfang, los geht's. Es geht los. Isaac, it's me. Oh, I wish I could talk to you. I'm sorry. I'm sorry about everything. I just wish I could talk to someone. It's all falling apart here. I can't believe what's happening. Strange. Such a little thing. That's her? Nicole? Yeah. First I've heard from her in weeks. We're 5 minutes out. You still got that thing on repeat? Guess you really miss her. Vishimer is not a job you turn down, but 6 months apart with only vid calls? It's rough. Easy to say the wrong thing. I don't blame you. I'd listen to my girlfriend over him and reciting security protocols. Forewarned is forearmed, Miss Daniels. So you keep saying. Here we go. Nice clean re-entry. Did he just said? Imagine 6 months staring at that chunk of rock. To an independent miner, that's paradise. Aegis 7 is one of the richest finds in CEC history. Some prospecting team set up for life. Now where is she? There. Confirming visual contact with USG Ishimura. What a beauty. Biggest planet cracker in her class, you know. And it looks like they already popped the cork. Why is it so dark? We should be able to see her running lights. Yeah. I'll get us into hailing range. Someone's got to be waiting up for us. Just be careful on the approach. I'm not taking any chances with the CEC's pride and joy. No chances, huh? Is that why you were digging into my personnel files before we left? You check your file access? I'm a computer analyst. It comes with the job. I ran standard CEC background checks, Miss Daniels. If you want to work in the big leagues, you have to play ball. Sir, we're in hailing range. USG Ishimura, this is the emergency maintenance team of the USG Kelly, responding to your distress call. Come in, Ishimura. Ishimura, do you copy? Come in. This is the USG Kelly. You ever hear of a full communications black? I don't know what these things. Never. Come on. Someone picked up the damn phone. The hell is that? Sounds like their communication array is busted. Maybe a broken encoder. Daniels and I can handle it in 48 hours, max. Hey, that gives you plenty of time to catch up with Nicole. Yeah, I hope so. Jen, Johnson, take us in. Gravity tethers engaged. Automated docking. Let's go. We're losing control. Stop! We're off course! Daniel! Guidance system override isn't responding. Shit, we're coming in too hot! It's gonna smash us into the hull! Jen, aim for that emergency stabilizer! There! The blue light! It might slow us down! Got it. Drop the blast shield. Everyone brace yourself. Johnston, all right? It's my ankle.
I'd be broken. Here we go. Shit. But better than a broken neck. Or worse. Good call on the stabilizer, Isaac. That I always read the manual. What the fuck's going on with flight control? That guidance system's a death trap. Better add it to your repair list. Jen, what's our damage? Calm her down. We lost a poor booster. Got a fire in one of the stabilizers and... Singularity core's a mess. Could be worse, but not by much. Then let's get some help. Johnston, stay with the Kelly. We'll send a medic. Everyone else, with me. Die Grafik ist doch atemberaubend, oder? Wahnsinn. Puh. So, jetzt dürfen wir auch mal ran. Los geht's, würde ich mal sagen. Endlich. Ich komme mal wieder zurück hier. So, weiter geht's. Ah ja, wir haben natürlich ein kleines Tutorial am Anfang, wie immer. Ich bin beeindruckt von der Grafik, muss ich sagen. Sieht so gut aus. Naja, ich meine, das habe ich auch erwartet. Aber schauen wir mal, was das Spiel noch zu bieten hat. Auf geht's. Was ist denn das? Das ist unser Biolog. Aha. Bisschen Hintergrund. Na, ich finde sowas unwichtig bei dem Spiel, ehrlich gesagt. Vielleicht gibt es dafür eine Trophy. Egal, ich werde einsammeln, was ich einsammeln kann. Ansonsten werde ich mich schon immer gründlich umschauen, auch wegen Ressourcen. Dieses Spiel ist ja auch ein Survival-Horror, ähnlich wie Callisto. Callisto kommt ja nach dem. Tja, das heißt, Munition ist wichtig, Stasis ist wichtig und Heals natürlich. Der Start war ja schon mal genial, oder? Können wir irgendwie rennen? Irgendwie kann er nicht rennen, bis jetzt jedenfalls nicht. Und ich kann auch nichts anderes drücken, okay. Die Story muss sich sowieso erst entwickeln. Unsere Kollegen da vorne müssen feststellen, dass sie in der wahren Hölle gelandet sind. Auf geht's in die USG Ishimura. Soweit ich weiß, spielt das Spiel im Jahr 2500, paar zerquetschte. Der dritte Teil schon, glaube ich, im Jahr 2600. In einer weit entfernten Zukunft. Soweit ich mich erinnern kann, passiert gleich am Anfang ein richtiger Kack. Oh yeah. Aha, jetzt kriegen wir unseren Energiebalken. Das war ja seinerzeit echt eine geniale Idee. Dass du eine Health Bar am Anzug hast, also nicht so eine extra Anzeige. Oh, nicht gefunden. Wartet nur, bis er die Tür aufmacht. Hier sieht man noch nicht so viel. Ach stimmt, wir müssen in diesen Raum jetzt. Ja, genau. Hier müssen wir durch. Where's the security detail? Where's anybody? There's nothing logged. No duty roster, no power to the elevator. For God's sake. That security console is still working. Isaac, get a damage report. I'm done playing around. Ja. Da müssen wir durch. Ach ja, der Navigator. So gut, ne? Wenn wir zum Beispiel R3 drücken, zeigt er uns den Weg dorthin. Das war so eine coole Neuerung. Und es ist immer noch, ehrlich gesagt. So. So, jetzt werden wir Zeuge. What have you got, Isaac? Shit. It's not just comms or the guidance system. Half the Ishimura's in the red. Engines, hull, schieb mich mal ein bisschen rüber. So. In den Untertiteln, Leute. Oh, jetzt passiert's. No. The quarantine systems are all fine.
Oh, wait. Do you hear that? Yeah. Yeah, I hear it. Hammond? Take it easy. Daniels, get those elevators running. There's something in here with us. Up there! Uiuiuiui, wo kam der denn her? Da kommt noch einer von hinten. Wir müssen rennen. Wow! Shit! Oh, shit! Schaffen wir das? Oh, ich drück drauf! Haben wir drauf gedrückt? Ja, das ist klar, oder was? Okay, guter Anfang. Wir sind schon mal blutüberströmt. Sind getrennt von den anderen. Ja, genial. Okay. Mitten in der Hölle. Wir brauchen eine Waffe dringendst. Okay, keine Ahnung. Aha, hier müssen wir durch. Da kann ich irgendwie nichts machen. Momentchen. Ah ja, man kann doch Kisten zerstören, oder? Wie war das? Diese Kisten. Wie zerstören wir die? Ich weiß es nicht. Wir müssen uns erstmal in Sicherheit bringen, sagt er hier. Ah, Moment, was ist denn hier? Wir haben eine Waffe. Das ist sie doch, die erste. Geil. Wir haben sie gleich gefunden. Ich meine, muss auch sein, ne? Wir kommen ohne Waffe hier nicht weiter. Ist nicht wie Callisto-Protokoll. Die Standardwaffe schlechthin. Ich hoffe, ihr erklärt uns nochmal kurz, wie die funktioniert. Man kann sie nämlich drehen. Zielen, Primärfeuer, R2. Genau so. Man kann sie so drehen, um so Körperteile besser abzuschneiden. Alles klar. Das brauchen wir. Wie kommen wir ins Menü? Ah ja, mit der mittleren PS3-Taste. Alles klar. Das Inventar, ja okay, passt. Viel Platz ist es nicht, wird schon funktionieren. Puh. Ich glaube, wir müssen das jetzt erschießen, oder? Genau so ist es. Ich versuche ihn zu zertreten, um Munition zu sparen. Wird er sterben? Ja! Das war nicht so beabsichtigt, aber ich hab's gemacht. Puh, das Spiel ist ziemlich brutal, Leute. Ist nichts für schwache Nerven. Ich glaube, Leichen sollte man auch zerstampfen. Jedenfalls in Dead Space war es so, dass die teilweise aufstehen konnten. Oder bildete ich mir das nur ein? Sicherheitshalber habe ich einfach alles zerstampft. Okay, es ist schon sehr unheimlich gleich zu Beginn. Okay, was zum Teufel ist da unten? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Was ist das? Security request retrieved. It's done. We shot that fucker right between the eyes and it didn't die. Smith had to shoot its fucking arms and legs off. For God's sake, send help! Das war der Hinweis. Wir müssen bei diesen Viechern besser auf die Beine schießen. Ich weiß nicht, ob der hier noch lebt. Vielleicht. Müssten wir mal sicherheitshalber drauf treten. Kleines Medipack. Ja, wir müssen ins Menü, um es zu benutzen. Es gibt keine Schnellauswahl, aber okay. Wird schon gehen. Ist eine super beklemmende Stimmung. Also das Spiel macht es, obwohl es jetzt echt etwas älter ist, immer noch sehr gut. Isaac. Oh my god, Isaac. You made it. Just. They're everywhere. Jim, is he, He's gone.
Ja, was sonst? So wie der es ausgeschaut hat. Some of them were wearing Ishimura uniforms. They're the crew? How the hell can they be the crew? Look at them. We need to get to the bridge. There's 1,000 people on board. Someone will be there. We can't. The tram system's wrecked. Everything's locked down because of the quarantine. And you're both repair techs. So how do we do this? There's a broken tram car blocking the tunnel. It's gridlocked the system. And the data board's burned out. I can't lift the lockdown or call the tram until we get a spare from the maintenance bay. But it's all on Isaac's side of a quarantine. I'll handle it. Just make sure there's power to the repair systems. And Isaac? Yeah? I'm sure Nicole's okay. She's a doctor, right? She'll do the smart thing. Yeah. Yeah, she always does. Find somewhere safe. I'll be back soon. Für Leute, die die Story nicht kennen, werde ich jetzt mal nicht spoilern. What the shit? Latine benötigt. Für den Hauptstromkreis müssen wir das hier machen. Aha, die aktuellen Ziele. Finde Monorail. Bringe die Monorail. Monorail! Monorally! Alter, bring Monorally! Finde die Platine. Ja, okay, ist schon klar. Im Endeffekt drückst du einfach nur R3. Und er zeigt dir den Weg. So. Also, man muss wirklich nicht viel denken. Klingt ein bisschen blöd, aber. Ist halt so. Also wir sollen dahin. Es gibt aber mehrere Öffnungen. Nochmal ein Heal. Geil. Gepäckhalle. Ich weiß nicht. Ich gehe mal gern dahin, wo ich nicht hingehen soll, nicht wahr? Ist das eine gute Idee? Aber ich hoffe halt auf extra Loot. Ja, wir müssen aufpassen, dass wir hier nicht sterben. Credits nehme ich gerne. Können wir uns ducken? Gott, ey, da kommt doch garantiert was raus. Da steht's. Trenne Gliedmaßen ab, um Feinde schnell zu töten. Ja, Gliedmaßen. Das ist das Ding. Leider haben wir noch keine Stase. Das ist einer. Der lebt auch. Garantiert. Weiß nicht, der wird bestimmt aufstehen. Wir könnten ja schon mal sein Bein abschießen. Oh Gott! Oh! Wir haben ihn. War er doch irgendwie unheimlich, oder? Verfluchte Scheiße. Was ist das? Schutzschalter? Wartungssektor. Frachtlager. Ach so, wir können da woanders hin. Moment. Gehen wir mal kurz hier hin. Der Wartungssektor. Hier kann man speichern. Wir speichern. Ich wusste gar nicht mehr, dass das Speichern so funktioniert. Wir brauchen Speicherpunkte. Okay. Ja, ich weiß nicht, ob wir da schon weitergehen sollten, weil unser Weg ist eigentlich dahinter. Weil hier scheint es weiterzugehen, das gefällt mir nicht. Aber was war das hier, diese Umstellung? Ich guck mal. Oh oh. Aha. Oh shit. Kommt er jetzt? Wahrscheinlich schon, ne? Da kommt er bestimmt. Fucking shit! Wo ist er? Alter! Psychoterror. Was war das? Was haben wir eingesammelt? Kann es nicht sagen. Ich dachte, er kommt gleich durch hier. Wir sollten wieder zurück. Shit. Oh Gott. Wir holen uns die ganze Zeit Credits.
Das Geile ist an diesem Spiel, dass du deinen Anzug halt auch noch verbessern kannst, im Gegensatz nur zu Waffen wie bei Callisto-Protokoll. Irgendwas scheint hier defekt. Halleluja. Wir müssen ihn zertreten. Auch die Toten sind potenziell diese Wesen. Oh shit. Oh shit. Haben wir es gefunden? Wir haben die Stasi gefunden. Mit der kommen wir weiter. Halten. Und Stasi mit Dreieck. Okay, Stasi ist ja so gut, ne? Vielleicht brauchen wir sie auch gleich. Die Sache ist die, welcher Weg ist jetzt richtig? Ich gehe jetzt hier weiter. Und dann schauen, ob hier noch irgendwas ist. No, but I found a stasis module. If I'm faster than I got security clearance required. Klar, mit dem Stasis schaffen wir es. Stasis ist eins der wichtigsten Sachen in diesem Game. Da können wir durch. Wir können sie noch zweimal benutzen. Hier können wir es aufladen. Sehr gut. Wir können hier speichern. Komisch, ne, Leute? War der andere Weg auch eine Möglichkeit? Egal, wir gehen jetzt hier weiter. Ja klar, überschreiben. Ich kann doch nicht jedes Mal einen neuen machen. Da habe ich am Ende ja 100 Speicherstände. Wow, wow, wow. What the shit? What the shit? Was zum Teufel? Alter. Alter. Wo müssen wir hin? Dahin. Okay, dann gehen wir aber zuerst hier hin. Badezimmer. Bisschen umgucken. Das Spiel ist echt gut, ne? Also es tut mir leid, es ist schon natürlich auch sehr brutal, aber ich bin schon wieder voll drin. Also ich muss schon sagen, wow. Noch irgendwas hier? Ich überlege stark, ob wir vielleicht nicht zurücklaufen. Wir kommen hier nicht durch. Vielleicht später. Ich mach's mal so, ich laufe zurück. Wenn da nichts ist, schneide ich's raus. Ansonsten lasse ich's natürlich drin. Hoffen wir mal, dass wir keine Begegnung haben. Auf geht's. Shit. Isaac, don't bother shooting those fuckers in the head. Doesn't even slow them down. Okay. The only way is hacking them apart. Those arms. Their legs. Does that even kill them? Or should they just stop moving? Meine Stasis ist leider leer. Das heißt, wir müssen jetzt so operieren. Okay. Und jetzt die Ärmchen. Na los, du Ärmchenkopf. Haha. Das war's mit dir. Wir müssen unsere Stase auffüllen. Ich hoffe, jetzt kommt gerade keiner. Wo ist denn das Ding? Haben wir nicht eins eingesammelt? Anscheinend nicht. Komisch, ich dachte, wir hätten so ein Ding eingesammelt. Dann müssen wir jetzt hoffen, dass wir was finden. Ne, unser Stasis ist aufgeladen. Hat er das automatisch gemacht? Oh, das ist eine gute Healung, eine große. Wir können auch mit diesen Dingern hier operieren, kein Problem.
Da kommt bestimmt auch einer raus, oder? Ich denke immer, das ist Callisto, aber das ist ja nicht Callisto. Ich wollte das Ding ranziehen, um es zu schießen. Es geht ja gar nicht hier. Fuck die Scheiße. Wir kriegen ziemlich viel Credits und Zeug. Ich weiß noch nicht, ob wir hier schon sein sollten. Irgendwo ist einer aufgetaucht. Die Frage ist nur, wo. Wo ist er? Ah, jetzt könnt ihr mal Stars in Aktion sehen. Oh, er hat mich trotzdem erwischt. Toll. Wir müssen uns heilen. Gut. Da kommt noch einer irgendwo. Sehr schön. Noch eine? Könnte sein. Halleluja. Ist hier irgendwas? Ich glaube, wir sind jetzt einmal im Kreis gelaufen. Gut. Also gut, weil wir alles abgecheckt haben. Muss ich nochmal schauen, wie ich das jetzt im Laufen bringe. Hier scheint etwas Wichtiges zu sein. Da möchte ich doch gern rein. So. Wir müssen irgendwie Strom dahin bringen. Gehen wir mal darunter. Aufzug rufen. Okay, wir können da weiter. Aber Moment, wie kommen wir denn hier rein? Brauchen wir dafür die Sicherheitsstufe oder müssen wir die ganze Energie zum Laufen bringen? Dann wird es gehen. Keine Energie, ja. Wir sind hier einfach nicht richtig. Ja? Vielleicht kommen wir später hier noch hin. Scheiß drauf, dann gehen wir zurück. Das geht hier ewig weiter. Ich glaube, das sollten wir noch nicht hin. So. Gehen wir mal den richtigen Weg. Ich speichere mal ganz kurz. So. Uiuiui. Sieht aus, als würde hier auch gleich was kommen. Moment, was haben wir da eingesammelt? Das war jetzt irgendwie... Was zum Teufel war das? Ich glaube, das können wir im Shop erst benutzen, das, was wir eingesammelt haben. Das sind wichtige Sachen. Hier nicht so richtig im Menü angezeigt werden. Müssen wir da mal später auschecken. Kralle gelöst. Der zuckt hier ein bisschen gefährlich. Audiolog. Message retrieved. Vents into engineering. You got a stasis module handy? We need one in tram maintenance stat. The autoloader's fried. I got a damaged tram car on the track. Ah, dann wird die Energie auch wieder aktiviert. Dann können wir dort hinten zurück. Alles klar. No idea. A lot of shit's been breaking down. I keep hearing things. Down in the gears where no one could be. You know? I know. Das müssen wir machen, denke ich. Ja. Und oh, was kommt jetzt? Mist! Ich hab ihn verfehlt. Gut, das war's. Da ist noch einer. The autoloader's busted. What stasis should do the trick. Just gotta time it. Great. Ich verstehe schon. Man muss mit Stase hier operieren. Man muss von beiden Seiten und dann die Stase benutzen, um die Krallen
zu verlangsamen. Aber ich glaube, hier kommt noch ein Gegner oder sowas. Wow, wie mies. Oh, shit. Oh nein, da ist noch einer. Okay. Oh, shit. Da kam noch einer. Oh, shit. Wir haben es überstanden. Schnell heilen. Ich habe vorhin die große Heilung genommen. Das ist mir eigentlich gar nicht recht gewesen. Weil ich nicht ins Menü bin, ne? Das hat mir gleich zwei geheilt. Aber das große war weg. Mist. Eins heben wir uns auf. Moment. Eine hält sich ja, oder? Aber die andere hat eine Fehlfunktion, soweit ich weiß. Genau. Der linke funktioniert wohl. Na los, rein hin. Jawohl, funktioniert. Ja, genau. Irgendwer ist sauer. Der hier. Oh nein, verfehlt. Wahrscheinlich kommt noch einer, oder? Yep, hier ist er. Jetzt ist er hin. Halleluja. Was wären denn ohne die Stase? Verloren, Leute. Zerdreht ihn. Jawohl. Puh. Kommt da noch einer? Aha, jetzt wollen wir zurück. Das war schon mal ein bisschen Stress, nicht wahr? Aber später wird es noch tausendmal krasser. Laden wir uns mal auf hier wieder. Wie gesagt, was wären wir ohne diese Stars? Längst Hackfleisch wahrscheinlich. Ist hier noch was? Eine große Heilung, wie gut. Okay. Ja, jetzt müssen wir zurück. Okay. Kommt er runter? Puh. Halleluja, ey. Jetzt sollen wir zurück. Ich glaube, jetzt müssen wir dahin, wo ich jetzt hingelaufen bin. Schon. Naja, egal. Halt nicht neu. So, nehmen wir den hier. Muss ein bisschen auf die Zeit schauen. Ich will die Folgen so eine Dreiviertelstunde halten. Hätte ich vielleicht am Anfang sagen sollen. Vielleicht sage ich es ja dann auch noch. Wir laden uns das Tase auf. Sehr gut. Okay. Alles klar, Junge. Du schießt mir dein blödes Bein ab. Er hat mich vergiftet. Oh mein Gott. Scheiße. Es läuft nicht gut. Egal. Es ist nicht so schlimm. Ich sollte mich auf eine Gliedmaße konzentrieren, sonst haben wir ein Problem. Ich muss mich heilen. Ich muss einfach. Mist. Unsere gute Heilung ist schon wieder weg. Genau, jetzt müssen wir die andere Seite. Genau. Hier wird es uns nochmal gezeigt. Your location knows the way. Das haben wir schon geöffnet.
Vielleicht kommen jetzt auch gar keine mehr, weil wir hier schon geklärt haben. Ich hoffe es. Ich speichere trotzdem nochmal. Allein schon, weil wir diese Passage geschafft haben und die nicht nochmal machen müssten, falls wir sterben. Okay. Nichts da bis jetzt. Vielleicht kommt ja auch nichts mehr. Wäre super auf jeden Fall. Frage ist, wie kommen wir hier rein? Ich glaube, wir kommen jetzt noch gar nicht rein. Wir sehen, hier ist eine Stromleitung. Aha, Momentchen. Moment, Moment. Vielleicht ja doch. Irgendwo ist die Steuerung dafür. Wo ging die Leitung denn hin? Die ist da hoch und dann sehe ich sie nicht mehr. Dahinter und dann da. Ist hier verdeckt, ist da oben. Wir können die Energie aber hier nicht umstellen. Hier oben kann man das umstellen. Da oben. Wie kommt man da hin? Hm, vielleicht auch gar nicht jetzt. Gehen wir mal weiter. Wenn wir den Aufzug nehmen, landen wir vielleicht da oben. Schauen wir mal. Aufzüge sind so eine Sache für sich. Ja, wir fahren nach oben, okay. Aber ich erwarte hier auch Gegner. Wir haben nur noch eine Heilung. Ah, Mist. Wir müssen die nächsten Kämpfe am besten flawless bestreiten, weil sonst sieht es nicht gut aus. Da vorne ist was. Da links ist eine Kiste. Hier holen wir uns. Bitte mal Heilung. Nein, nur Credits. Shit. Könnte leben. Könnte leben. Tut es aber Gott sei Dank nicht. Gut. Da kann man es umstellen. Aber jetzt eine Gliedmaße ordentlich abtrennen. Dann die nächste ordentlich abtrennen. Und dann haben wir es. Verbrauchen ziemlich viel Schuss, aber wir kriegen auch jedes Mal so an die 6 Stück. Okay, okay, okay. Was ist das hier? Ein Log. Rechnung für Reparaturen. Mhm. Gyroantrieb, aha. Zielfernrohr. Landerepulsoren. Sichtfenster. Tja, ich weiß nicht, was uns das sagen soll. Das war eine Reparaturliste. Stase-Modul, sehr gut. Okay, wir stellen die Energie jetzt um auf die linke Seite. Genau. Oh, shit. Okay, Junge. Okay. Matsch. Viel Matsch hier. Kommt noch einer? Ich sehe echt wenig. Ist das krass. Ich glaube, wir brauchen ein Stase-Modul jetzt, Leute. Wir benutzen es. Könnte noch was kommen hier. Wenn ich hier, dann unten. Vielleicht auch, wenn wir direkt rauskommen. Shit! Fuck! Bis jetzt nicht. Die Tür müsste da offen sein. Wo denn? Hoffentlich nicht hinter uns. Aha. Here we go. Wir schießen auf das hier. Da kommt noch einer leider. Halt.
Oh, da ist noch einer. Wo kommt der her? Gut. Und Heal Pack. Wir müssen uns auch heilen. Alter Schwede. So schlecht waren wir nicht. Und trotzdem war es jetzt echt ein bisschen kritisch. Wie viele Heals haben wir noch? Eins, oder? Zwei sogar. Okay, dann nehmen wir noch eins. Okay. Puh. Okay. Hier, was ist das Geiles? Eine Platine. Das mussten wir auch finden. Und ich dachte, das wäre irgendwas zur Verbesserung. Okay, alles klar. Wir haben es erstmal überlebt. Geile Geschichte. Textlog. Worum geht's? Aha. Rick Link Fan. Aha. Ach so. Pokerabend. Knoten. Diese Knoten sind wichtig. Oh, Moment. Hier können wir was verbessern. Endlich. Geil. Hier können wir Waffen aufrüsten, Upgrades freischalten oder Upgrades zurücksetzen. Anzug. Gesundheit. Gesundheit. Was ist das? Luft, Sauerstoff. Ja, wir machen ja auch, wir machen auch Weltraumausflüge. Stimmt. Was ist das hier? Stase-Zone. Ach so, und was ist das? Stase-Dauer. Hm. Was können wir noch verbessern? Den Cutter, der sollte ein bisschen stärker sein. Mehr Schaden. Okay, ein bisschen mehr Schaden, wichtig. Tja, wir müssen diese Dinger finden. Unseren Anzug können wir auch anderweitig verbessern. Richtige, krasse Upgrades. Dann sieht er irgendwann sehr heftig aus. Obwohl er jetzt schon ziemlich geil ausschaut. Was haben wir im Inventar? Wir müssen sowieso jetzt langsam zum Ende kommen. Wir schließen noch schnell das Kapitel ab, würde ich sagen. Wir müssen noch zurück. Kommt noch einer? Könnte sein. Aber vielleicht können wir auch einfach abhauen. Shit, ich sehe nichts. Blöde Dinger. Da kamen noch mal zwei. Wie übel war das? Alter. Gerade noch so überstanden. Das war es bestimmt noch nicht. Wo müssen wir hin? Dahin. Okay, kurz mal speichern. Der Horror ist real, Leute. Ist echt hart. Wie ist denn das Spiel denn? Hast du auch schwer oder unmöglich? Ja, war ja klar. Und wir haben keine Stase mehr. Schön die Ärmchen abschießen. Puh. Jetzt müsste es funktionieren. Wir speichern mal. Ja, wir müssten eigentlich langsam aufhören. Ich glaube, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, weil wir nicht so schnell zu einem weiteren Speicherpunkt kommen. Halleluja, das Spiel fängt ultra krass an. So heftig. Okay, wir müssen jetzt aufhören. Platine? Wieso können wir sie hier nicht einsetzen? Egal, wir machen das nächste Mal weiter, Leute. Was für ein Beginn. Hat mir richtig Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und wenn ihr Bock auf die nächste Folge habt, dann schaut doch wieder rein. Also, bis dann, Leute. Haut's rein. Euer MacMo. Peace out.